Hallo Willi. Hallo Thomas. Schön, dass du wieder mal da bist. Genau, ja. Und totgesagte leben länger. Genau. Deswegen habe ich mich noch mehr gefreut, wieder was von dir gehört habe. Und warum, kannst du ja mal erzählen, was passiert ist. Ich hatte die dritte Covid-Impfung und war eigentlich geplant, nochmal zu kommen. Das war September, August, September rum. War eigentlich an dem Tag, wo ich fliegen wollte, habe ich auf einmal Aussetzer gehabt, also Schwindelanfälle, Angstzustände und war eigentlich total weg. Also ich konnte also da nichts mehr tun und laufen ging auch nochmal, da hat sich alles verkrampft. Ja gut, dann hat man sich hier, das war in Bangkok, dann ins Krankenhaus getan. Du warst schon in Thailand, als du das passiert ist. Ich war schon in Thailand, ja. Und bist kurz zuvor nochmal das dritte Mal geimpft worden, oder was? Genau, ja. Zwei Wochen vorher. Mhm. Und bis dahin, bis du geflogen bist, war alles soweit okay? War alles in Ordnung, ja. Mhm. Und dann, also wie schon gesagt, wollte ich ja da kommen, haben wir ja ausgemacht gehabt und haben ja alles schon gebucht gehabt. Und dann, wie ich an den Tag da fahren wollte, also ich war dann kurz davor, also das Taxi zu rufen, also über Bolt Taxi. Und dann auf einmal ist es losgegangen. Ja, und ich habe mich ja noch gewundert, weil du hast ja gesagt, du kommst. Ja, und dann war unser Taxifahrer dort und du kamst nicht. Ja. Und für mich war dann das Komische, du gingst dann immer ran ans Telefon. Ich habe ja dann versucht, dich anzurufen. Also das war dann auch so, da ich habe da überhaupt nichts mehr geschnallt auf Fränkisch. Ne? Mhm. Und das hat dann, ja, also es war zwar ansprechbar, das hat schon funktioniert, aber das war irgendwie was von Gehirn, von den neurologischen Sachen, das war nicht in Ordnung. Aber und wie kommst du jetzt drauf, dass es von Corona kommt, weil das... Ja, das ist... Also von der Impfung, Entschuldigung. Von der Impfung, ja, das war so, dass er von mir quasi Arbeitskollege, der ist also 20 Jahre jünger als ich oder mehr, der hatte auch solche Probleme, auch mit Angstzuständen und so. Also der konnte Dreivierteljahr deswegen nicht arbeiten. Mhm. Und das war, also da hat man auch Corona gesagt, dass das an der Impfung wahrscheinlich liegt. An der Impfung wahrscheinlich, aber sicher ist es natürlich nicht, muss man dazu sagen. Aber so schaut es aus. Also ich habe einen Bekannten von mir, der ist Professor in der Pharmakologie, und dann habe ich auch mal drauf angesprochen, der hat dann mit vorgehaltener Hand vor den Mund gesagt, ja, also denkt er auch. Die Wahrscheinlichkeit ist stark, dass es von der Impfung kommt. Ja, weil die haben so... Andere Sachen haben sie nicht gefunden. Ich habe weder noch mal einen Schlaganfall gehabt. Und die haben mir dann eine CT gemacht und so. Ja, also, und da hat man nichts gesehen drauf, dass sich irgendwas geändert hat. Und da muss man dazu sagen, du hast ja einen Spazierstock, ja, weil du schon mal einen Schlaganfall gehabt hatte, hast. Und wie alt warst du da? Das war vor 2011. Ja. Gut, ich habe ja jetzt auch hier meinen Schneider, der gestorben ist. Der hat ja einen Herzinfarkt gehabt oder Schlaganfall, weiß ich nicht genau was. Mhm. Aber bei dem war es auch so, der hatte kurz zuvor den vierten Booster gekriegt. Mhm. Ob das jetzt zusammenhängt, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist er halt also gestorben. Der Verdacht ist halt also stark. Ja. Also sagen wir so, weil vorher gut, das war ja quasi über 10 Jahre. Gut, ich muss zwar Tabletten, welcher Schlaganfall, welcher Blutdruck und so nehmen. Ich stelle das mir also selber ein, so wie ich das so brauche. Der Doktor, der sagt schon gar nichts mehr. Ja, sie wissen ja selber, wie das ist und so, ja. Mhm. Und aber das war also wirklich so, weil ich bin eigentlich, ich habe so normalerweise nie solche Probleme, ja, und hatte dann nie irgendwelche Schwindelprobleme gehabt und so, ne, und dann Angstzustände, das ganze Zeug, also das ist hart, wenn das Gehirn dazu macht, ne, der verkrampft, der kommt dann keinen Schritt weiter. Und dann bist du ja eingewiesen worden Bangkok? Ich war dann in Bangkok da, ich wohne da in Rangsit, und dann haben sie nicht genau gewusst, was sie da machen sollen, und ich habe also zum Glück noch eine Reiseversicherung, Krankenversicherung gehabt und dann hat man dann mit denen abgesprochen, dass habe ich zurückgeflogen ins deutsche Krankenhaus. Und bist du dann First Class zurückgeflogen worden, oder wie war das? Oder im das war so ein Krankentransport. Krankentransport? Ja. Da gibt es ja extra Flugzeuge? Extra, ja. Haben sie dich privat dann mit dem Flugzeug abgeholt? Ja. Das ist ja, sagen wir mal, angenehm, aber natürlich jetzt nicht unbedingt schön, wenn man aus dem Grund also, dann kann zurückreisen man so sagen, muss. Ja, und dann habe ich halt da behandelt. Ich habe dann Medikamente genommen und ein bisschen so Psychopharmaka, um die Angst da wegzunehmen, weil ich musste wieder laufen und das ganze Zeug, ja. Das ist ja alles, das Ruder alles. Und das hat aber trotzdem dann noch 2 Monate gedauert, 1,5, 2 Monate, bis das wieder einigermaßen so vorbei war. Also ab und zu ist es noch ein bisschen, muss ich sagen, aber das ist gut, ich habe Medikamente noch fest dafür, um das zu unterbinden.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja versucht habe, dich zu erreichen, ich wusste, dass du... Ich habe dann gesehen, weil dann immer auf mein Handy dann schaue, aber das war dann, ich habe dann Monate später mal geschaut und da hat er der Thomas angerufen und dann da und da war es eigentlich so wieder da. Und da war für mich ja klar, dass ich jetzt dann auch wieder herkomme, ja. Und ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe gedacht, naja gut, der Rötzinger, der ist gestorben. Ich wusste, du hast in Bangorger Wohnung, ich wusste nicht wo, also konnte ja auch nichts machen. Und da habe ich mir gedacht, naja, schauen wir mal, ne? Weil was willst du machen, 8 Millionen Stadt, ist ja nicht ein Dorf mit 300 Einwohnern, wo du dann mal fragen kannst. Weil jeder jeden kennt, ne? Aber so war das halt, ne? Und von dem her war ich dann überrascht, hallo, der Willi anscheinend, wie es mir angerufen hast, aha, lebt er noch, schön. Ja, ich habe gedacht, jetzt muss er mal melden und ich habe das gesehen und ich habe es dann auch immer irgendwie vergessen, weil dann auch Stress und das ganze Zeug, aber was weiß ich, wie das da ist, ne? Und dann habe ich gedacht, naja gut, Thomas muss jetzt auch mal wieder besuchen und so und habe dann, dass wenn er jetzt da zweimal so ein Hochwassererlebnis hatte, ja, also da möchte ich nicht gerade unbedingt haben, ja. Also es gibt was Schöneres. Da wollte ich mich auch noch bedanken, weil du hast uns ja was gespendet. Ja. Ne? Ja. Gibt es noch einen, der Peter, der hört es jetzt, der hat uns auch was gespendet, der war da zu der Zeit. Ja. Das hilft natürlich. Ne? Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir wieder Geld verdienen. Ja. Und ich würde dir sagen, mich würde freuen, wenn du das nächste Mal vielleicht die Katamaran-Tour mit uns mitmachst und die geht dann halt auf uns. Die hast du ja praktisch dann schon bezahlt. Das brauchen wir nicht. Also wenn ich helfe, dann helfe ich. Ne? Ja, da muss dann nicht als Gegenzug sein. Ja, das ist, ich mein, das wenn es uns dann wieder besser geht, dann ist es halt dann so. Ne? Ja, dann magst du halt mit. Aber wie schon gesagt, also Leute wollen dazuhören und kann herkommen, sollen da kommen. Das ist schön, Thomas ist ein Kunstkerl. Danke dir. Ja, und auch nicht alles hier, nette Umgebung. Und ein bisschen, dass halt ein bisschen umgesetzt gemacht wird. Genau, dass wieder wegen was geht. Und dafür machen wir es ja. Wir machen ja unsere Touren auch. Ja. Wir sind individuell gehalten. Wir haben also nicht so diesen Massentourismus, der ja jetzt immer wieder mehr ist. Also wir versuchen es tatsächlich so, dass man halt unsere Bude nicht voll machen, oft nur halb voll und dass sich die Leute wohlfühlen und dass sie eine schöne Urlaubserinnerung haben. Ja, das ist für mich immer wichtig. Genau. Für uns. Weil der Thomas hat ja hier das alles mit Herzblut gemacht, das Ganze aufgebaut und ist immer noch dabei und kann man natürlich verstehen, wenn das jetzt zweite Mal in zwei Wochen da irgendwie Land unter ist, dass dann irgendwann einmal aufgibt. Das nach zwei oder drei Jahren Covid, weißt du, das ist ja Wahnsinn. Wenn wenn, dann kommt immer alles zusammen. Alles zusammen. Ne? Aber wichtig ist, dass man gesund ist. Das kann man bei dir auch sagen. Ich bin froh, dass du wieder gesund bist und dass du wieder da bist. Okay. Das war es dann erst einmal vom Willi und vom Thomas, den beiden Mittelfranken, kann man sagen. Genau. Ne? Fast Nachbarn. Genau. 30 Kilometer weg. Also, Sabadi Kap. Ciao. Du sprichst ja super teil. Wir brauchen dich. Melde dich bitte auf unserem Kanal an.